Freunde, ich zeige euch heute meine bisher beste Clan-Kampftruhe, die ich erwirtschaften konnte. Und ich werde euch erklären, wie ihr anhand des 2-on-2 Herausforderungsduells rausfinden könnt, ob ihr mit eurem Kartenlevel zu niedrig oder zu hoch in den Pokalen seid. Wird auf jeden Fall eine ziemlich spannende Sache. Alrighty, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale mit mir, der Basti, ohne Cam. Und ihr seht, ich bin bei 3700 Pokalen. Ich habe jetzt eine ganze Zeit PUBG gezockt und nicht mehr so viel Clash Royale. Und da verliert man einfach auch wieder Pokale, aber mehr dazu in einem anderen Video. Bevor es losgeht, ich werde heute Livestream 21.30 Uhr HanRizzleTV auf Twitch. Könnt ihr folgen, auf Instagram habe ich es auch schon gepostet, habt ihr bestimmt mitbekommen. Und wir werden Clash of Clans auf jeden Fall spielen, Rocket League und vielleicht ein bisschen Clash Royale, mal gucken. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet. Jetzt aber zur Clan-Kampftruhe. Ich bin aktuell in einem anderen Clan, einer anderen Clan-Familie, wo ich mal eingeladen wurde, mir das Ganze anzuschauen, vielleicht ein bisschen was auf YouTube auch darüber zu bringen. Schauen wir mal, wie es Ganze abläuft. Sind auf jeden Fall nette Leute hier, wir gucken mal rein. Okay, ja, alles klar, Domi. Er wollte noch 2-on-2-Replays. Ah, also wunderbar, haben wir sogar eins bekommen. Dankeschön, sehr, sehr schön. Gucken wir uns gleich noch an, Thema kommt ja noch. Aber ich war noch im Mauerfall und habe noch quasi die Clan-Truhe geholt, ja, die wir erwirtschaftet haben. Habe ich noch geöffnet. Ich habe es auf Instagram gepostet. Ich zeige es euch aber hier nochmal, was das Ergebnis war. Ja, da haben wir tatsächlich einen Kampf. Es war überhaupt meine erste Legi aus der Clan-Truhe. Und insgesamt mit Golems und auch den anderen Karten, das war eine richtig geile Truhe, muss ich sagen. Dankeschön nochmal am Mauerfall dafür, als voraussichtliches Abschiedsgeschenk, dadurch, dass ich ja den Clan jetzt erstmal gewechselt bin. War auf jeden Fall eine super Sache, hat mich megamäßig gefreut. So, ich habe hier eine schnelle 2-on-2-Geschichte gespielt. Ich spiele mit dem Marvos gegen ein, ja, chinesisches Haus und gegen MTZ. Diese Duell-Herausforderung ist eine ziemlich interessante Geschichte. Wir sehen nämlich hier erstmal, dass die Gegner hier random technisch einen Pekka und einen Golem spawnen. Und man selber muss dann erstmal überlegen, was hat man denn? Mate hat probiert, auf der rechten Seite mit dem Hawk Rider ein bisschen Druck zu machen. Ich wusste in dem Moment auch nicht so richtig, was soll ich denn jetzt hier in der Verteidigung einsetzen. Mein Rambok geht komplett unter. Ein Rambok auf Level 8 gegen Epix auf Level 6 inklusive noch einer Nachthexe. Das geht überhaupt gar nicht. Hier wurde man quasi überrannt. Es ist halt auch so, man sieht jetzt hier schon eigentlich, worum es in diesem Thema geht. Denn in diesem Duell ist es so, dass die Durchschnittspokale von zwei Leuten quasi genommen werden. Also die Pokalanzahl, die der eine hat, Spieler A und Spieler B, die werden zusammengerechnet durch zwei. Das ergibt einen Durchschnitt und man spielt gegen Gegner, die ungefähr den gleichen Durchschnitt haben. Das steht auf jeden Fall fest. Und man sieht auch, wir sind Level 10, die Gegner sind hier Level 11. Das hat aber nur zu bedeuten, dass der niedrigste von beiden Spielern eben bei uns, und das bin ich, vielleicht nicht, ich weiß nicht, was mein Mate hat, auf jeden Fall Level 10. Bei den Gegnern ist das niedrigste Level Level 11. Und die haben auch Inferno-Türme auf 9. Gut, das Minion hier ist auf 8, der Baby-Drachen auf 5. Das Thema ist einfach dieses, wie auch mittlerweile bei 3700 Pokalen im normalen Spiel, als Level 10er mit ungefähr Epix 5 ist man fast schon unterlevelt. Und im Turn 2 sieht man das einfach noch besser. Ja, wenn ihr müsst davon ausgehen, es sind 4 Spieler. Wenn ihr so random-technisch Turn 2 spielt, also nicht mit einem Premade, sei denn, der hat vielleicht gleiche Pokale, aber wenn ihr so randommäßig reingeht, ist es unwahrscheinlich, dass die Spanne der Pokale sehr weit voneinander weg ist. Und wenn die Gegner da grundsätzlich viel bessere Level haben in den Karten als ihr selbst, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr nicht zu schlecht seid für euer Level. Guck mal, der Feuerball, der macht meine Musketieren auf 8 instant down. Das passiert mir im Singleplayer auch manchmal. Das ist ein Feuerball auf Level 9. Ich persönlich habe kein, soweit ich weiß, habe ich keine Rare-Karte auf Level 9. Hier sehen wir auch Henker auf Level 6, Elektromagier auf 2. Gut, die Nachthexe auf 2 habe ich auch. Also bei Legis 1 oder 2 ist es okay. Aber das ist echt krass. Und wir haben hier probiert, noch was zu reißen. Gegner mit einem Inferno-Turm. Jetzt hatte ich in den Sepp gespielt. Ich habe nicht so richtig gecheckt, dass der Mate einen Eisgeist hatte. Aber trotzdem war der Angriff schon relativ gut. Wir haben rechts Damage gemacht. Und man konnte sich jetzt so ein bisschen drauf einrichten, was hat der Mate für Karten. Was spielen die Gegner für eine Kombination. Aber trotzdem achtet darauf. Hier, mein Mate hat einen Ritter auf Level 9. Und einen Hawk Rider auf Level 9. Okay, aber der Ritter auf Level 9, das ist eigentlich
ziemlich schwaches Level. Und hier haben wir quasi mit einem Lightning den Turm geholt, der wäre gar nicht notwendig gewesen, sich auch so hätten wir mehr machen können. Aber wir hatten jetzt gerade das Zepter in der Hand, der Inferno-Turm kommt hier nicht weit. Kampfholz Predict gegen die Kobold-Gang, richtig stark gewesen. Das Kampfholz kam diesmal sogar von mir, Hut ab an mich selber. Die haben mal sehr, sehr viel Damage gemacht. Gegner hatten hier nichts großartig dagegen anzuwenden. Hog Rider macht das Ganze clear. Aber das Thema ist wirklich, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, wie ich manchmal, bin ich einfach zu schlecht oder wie auch immer? Nein, mit den Levels seid ihr, jetzt nicht die Pros, ja, aber ihr seid auch nicht die schlechtesten Spieler, weil man guckt sich das jetzt nochmal an. Ich bin bei 3700 Pokalen, Leute, warum kann ich nicht mein eigenes Profil angucken? Genau, 3700 Pokale, ja, ich war auch schon höher gewesen, ich bin auch nicht mehr Arena 11, ich war da schon Arena 11 mit gleichem Level. Ja, ich habe die Elite-Barbs und den Sepp auf 11, das ist, sage ich mal, okay. Man kommt aber auch mittlerweile gegen Spieler auf diesem Level, die auch Level 12er Comments haben. Ja, Legis auf 2 ist okay, Banditin halt noch auf 1, aber Rambok und 3 Musketieren auf Level 8, Eisgolem auf Level 7, die Rares gehen komplett unter. Ich mag das Deck trotzdem, spielst manchmal eine Herausforderung, hab's jetzt hier auch mal angetastet, weil es taktisch einfach cool ist. Aber das ist schon ziemlich hart. Gucken wir uns mal den Mate an. Der Mate ist im Moment, oh, der ist gedroppt einmal, bei den Pokalen. Und er hat, gut, er hat einen Hog Rider auf 5, aber ansonsten Holz auf 2, Skelette, Ice Guys, gut, die sind nicht so wichtig, die Karten trotzdem nur auf Level 9, Lightning nur auf 4, ja, Henker auf 5 ist okay, Tornado auf 4, aber Ritter auf 9, also der ist auch für sein Level, ist er sogar noch besser, vor allen Dingen als ich, also Hut ab auf jeden Fall. Aber schauen wir uns jetzt mal die Gegner an, 3700 Pokale, genauso wie ich, Golem auf 6. Ja, gut, die Elixierpumpe auf 8 ist vielleicht auch ein bisschen niedrig, weil ein Poison Spell auf 5 macht da schon viel Damage. Drache auf 5 ist okay. Nachthexe 1, Holzfäller 2, Feuerball auf 9. Also die Rares auf 9 überhaupt sind da sehr stark. Und auch er hat Sepp auf 11. Also er ist jetzt vom Level her ein Ticken besser als ich mit meinem Deck. Und ist aber genauso hoch in den Pokalen. Also ja, brauchst du dich nicht wundern oder meckern. Und der hier hat 4000 Pokale, natürlich ein bisschen höher, hat aber auch dementsprechend bessere Level mit Pekka 6, Henker auf 6, Inferno-Turm auf 9, Kobold-Gang auf 12, Kobold-Fass auf 5 und Fireball eben auch. Also die hatten 2 Fireballs auf Level 9. Also hier braucht man sich nicht schämen. Wir haben das Game sogar gewonnen, also von daher ist alles gut, ist wirklich alles stark. Wir machen nochmal eine Probe aufs Exempel jetzt. Ich weiß gar nicht mehr gerade, welches Deck ich habe. Arena 3. Ich glaube, die Arena ist sehr zufällig. Wir haben einen... Oh, der spielt mit dem Spiegel. Oh Gott, ey. Wie soll ich mich denn darauf einrichten? Kobold-Hütte. Okay, wir haben keinen Poison-Spell jetzt hier gerade dabei. Das ist ein bisschen eklig. Schauen wir mal, was passiert. Ah, fuck, ich habe nichts. Ah, ich lasse das mal durchlaufen gerade. Ich lasse das erstmal durchlaufen. So, die Nachthexe, die macht das wahrscheinlich. Ja, sehr gut. Wir lassen das durchlaufen. Noch nichts passiert. Ah, er hat einen Packer. Perfekt, genau. Tornado. Okay. Warum jetzt dieser Tornado? Er hätte lieber hier rechts einen Rambok setzen können. Er hat einen Miner immer noch. Gucken wir mal. Skelettarmee. Ja, Predict kommt ein bisschen zu spät, aber wir machen Damage. 2 Musketiere kommen recht gut durch. Es ist, weil, wie lange ist das her, dass ich 2 Musketiere auf dem Tower habe? Krass, wie lange ist das her? Die werden immer so schnell weggeholt durch einen Feuerball, durch einen Poison Spell oder Henker-Tornado-Kombination. Gegner übrigens auch auf Level 10. Schauen wir uns dann gleich nochmal an. Laura plus Mr. Big. Oh, wir spielen gegen Laura. Hallo, Laura. Ist das die Laura, die wir kennen? Ich weiß es nicht. Oh, ich würde sagen, wir holen mal hier einen Rambok. Nee, machen wir nicht. Wir machen das so. Oh, fuck. Ich bin verrutscht mit dem Eisgolem. Das wollte ich eigentlich. Ja. Das könnte jetzt sehr hart werden. Lol. Der geht sogar rechts rum. Okay, ich bin zweimal mit der Maus verrutscht. Aber Rambok kommt durch, Leute. Rambok kommt durch. Todes. So, wir haben Musketieren auf 9, er kommt erstmal ein kleines Kampfholz. Für den Rest hat er dann gleich einen Tornado am Start, vermute ich. Huch. Ja, Poison Spell ein bisschen wasted.
Aber gut, wir werden mal... ja, hat er wieder einen Packer? So, Eisgolem noch schnell vor dem Packer, damit die Minions hier nicht so viel Value kriegen. Leider kein Sept bisher dabei. Er hat einen Sept, er hat den aber nicht so gut gesetzt gefühlt. Nachthexe mal mit dazu. Kampfholz. Oh lol, dann Royal Giant noch. So, vielleicht kommt jetzt hier die Skeletten-Army. Ja, kommt sie noch nicht. Oh, das ist jetzt sehr knapp. Die haben einen Feuerball. Ja, Feuerball ist durch. Hey. Ja, hier wird man hier auch mittendrin im Game gestört. Krass. Ich habe überlegt, ob ich es einfach mal durchlasse. Ja, okay, Royal Giant kriegt die Nachthexe noch als Gegner. So, komm. Skelett-Army predict. Kam noch nicht. So, aber jetzt Packer durch. Nein! Die Death hat nicht funktioniert. Oh, ich habe gar nicht unten reingeguckt. Okay, das war jetzt dann mein Fehler. Aber wir wollen uns trotzdem nochmal die Levels angucken, ob das wieder passt oder nicht. Ja, das war, einmal wird man gestört, ja, dann verliert man das Game. Das ist krass. So, made bei 3891 Pokalen. Ja, vom Level her kommt das eigentlich ganz gut hin. Hat er überhaupt den Spiegel jetzt einmal genutzt? Ich habe es nicht gecheckt. Aber gut, Laura, gucken wir uns auch an. 3805. Das ist, glaube ich, nicht die Laura, die wir kennen. Ja, das ist schon wieder... Ne, Rares auf 9 zum Teil, Commons auf 12, Legis auf 2, Epic auf 6. Ist schon wieder vom Level her ein bisschen krasser, ja? Mr. Big wahrscheinlich. Ach so, hä? Leute, die haben sogar 3805. 4000, das sind 3900 gefühlt, 3800. Leute, die hatten sogar mehr Pokale, deutlich, also okay. Na, ja, was heißt deutlich, aber schon so 200 und das Intervall ist ja nicht so stark. Und auch er hier vom Level her, ja, ne? Musketierin 9, Ofen 9, gut, Packer 8, Mini-Packer, Golem 5, Poison 5. Also man sieht, die These, die ich aufgestellt habe, die kann durchaus so hinhauen. Aber gut, leider haben wir den Kampf verloren, ein bisschen ärgerlich gewesen, hätte ich besser aufpassen sollen. Trotzdem hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr beim Livestream vorbeischaut, 21:30 Uhr, Clash of Clans, Rocket League und vielleicht ein bisschen Clash Royale. Das war's dann erstmal. Haut rein, macht da Tschüss und Servus, euer Basti.